Hey, willkommen zu einem kurzen Infovideo. Und bevor die Informationen kommen, will ich euch noch kurz diese Welt hier zeigen. Das war die erste Welt, die ich in Minecraft gespielt habe. Und hier ist wirklich alles Sing, also Survival Mode gebaut. Bis auf diese Treppe hier. Die habe ich dann ganz später im Creative Mode gebaut. Aber als ich hier aktiv drin gespielt habe, bin ich immer über diesen Wasserfall hier hochgeschwommen. Und das ist halt so die erste Welt, die ich jemals gespielt habe im Survival Mode. Die ist 2011 erstellt worden. Und ziemlich spät halt, ja, man sieht hier noch Wooden Slabs, die man am schnelleren mit der Spitzhacke abbauen kann. Das war früher so. Diese Welt ist wirklich, glaube ich, irgendwo in der 1.0 erstellt worden. Und ich wollte das einfach jetzt mal in dieser Welt machen. Deswegen gibt es auch noch solche Slabs. Die gibt es ja heute nicht mehr. Wenn ich jetzt solche craften würde, würden solche rauskommen und die könnte man halt schneller mit der Axt abbauen. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt mal zur Information fragen. Und zwar habe ich noch 5 Videos im Voraus. 3 Kit-PvP-Aufnahmen von der Power-Runde. Dann noch eine Lucky Block-Gameplay und eine Master Builders-Folge mit RT. Und da wollte ich euch fragen, wie ich die denn hochladen soll. Soll ich die so hochladen, dass jetzt jeden Tag, also die nächsten 5 Tage, ein Video hochkommt und danach kommt halt, was, wenn ich wieder was habe oder wenn ich inzwischen was aufgenommen habe? Oder ob ich jeden zweiten Tag ein Video hochladen soll und dann kommt halt heute eins, beziehungsweise morgen kommt dann wahrscheinlich eins, weil ich heute wahrscheinlich dieses Video oben lassen werde, so als Abstimmungszeit. Also schreibt mir in die Kommentare, ob ich jeden zweiten Tag, dann kommt morgen eins, dann nichts, dann wieder eins, dann wieder nichts, dann wieder eins, solange bis ich keine mehr habe. Oder ob ich jeden Tag eins hochladen soll, dann kommt morgen eins, übermorgen eins, überübermorgen eins, bis ich halt da keine mehr habe. Das würde mich mal halt so interessieren, wie ihr das denn lieber sehen wollt. Und dann wollte ich noch ein paar Formate ansprechen, und zwar Battle of Elements. Das Modpack ist ja, soweit ich weiß, fertig. Sobald da ein Server draußen ist, werde ich das auch auf jeden Fall aufnehmen, weil im Test im Singleplayer läuft es eigentlich flüssig mit Aufnahme. Und deswegen vermute ich einfach mal, dass es im Multiplayer auch ziemlich flüssig laufen wird. Und da soll ich alles aufnehmen. Wobei ich nicht weiß, ob ich wirklich alles aufnehmen werde. Aber dann könnte ich mich bemühen, dass ich immer, wenn ich spiele, alles aufnehme. Beziehungsweise wenn ich wirklich Lust habe, auch aufzunehmen. Weil wenn ich einfach nur nicht wirklich Lust habe, gerade was aufzunehmen, dann ergibt das auch keinen Sinn, wenn ich was aufnehme. Aber ob ihr dann wissen wollt, soll ich auch das aufnehmen, wenn ich gerade Magie-Spells mache, weil ich werde im Team Magie sein. Ob, wenn ich dann so Spells mir erfarme, erforsche und so, soll ich das aufnehmen? Oder soll ich wirklich dann nur Folgen aufnehmen, wenn irgendwas Tolles passiert, wie zum Beispiel, naja, toll ist das jetzt nicht, aber wenn zum Beispiel jetzt gerade ein Kampf ist, soll ich den dann nur aufnehmen und hochladen oder soll ich alles aufnehmen? Und dann noch, es kommt ja dann doch am 28.02., soweit ich das gehört habe, die 1.9 raus. Da plane ich ein Ultra Hardcore. Ich habe RT auch schon gefragt, ob er Zeit hat. Bei ihm beginnt halt wieder die Uni. Und deswegen ist das nicht ganz sicher, ob er da Zeit hat. Und wenn, dann wahrscheinlich auch nur am Wochenende. Und deswegen wollte ich da auch euch fragen,
soll ich Ultra Hardcore so machen, wenn ich es denn jetzt machen soll, wenn RT nicht so viel Zeit haben sollte? Soll ich es dann so machen, dass ich einen Server hole, dort so spiele und ab und an halt so Gäste habe, wie zum Beispiel vielleicht mal den Sebi, den RT oder vielleicht will auch einer von euch mal mitspielen? Das weiß ich halt auch noch nicht, ob ich das so machen soll. Schreibt mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare. Und besonders viel weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das Video geht jetzt 6 Minuten, relativ lang für ein Infovideo. Aber ich hoffe, ich habe alles gesagt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich jeden zweiten Tag oder jeden Tag ein Video hochladen soll, solange ich welche habe. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich bei Battle of Elements dann vieles aufnehmen soll oder nur, wenn irgendwas Besonderes ist. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich in der 1.9 ein Ultra Hardcore aufnehmen soll, auch wenn RT möglicherweise wenig Zeit bzw. keine hat. Wenn RT natürlich Zeit hat, kommt das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, schreibt mir das alles in die Kommentare. Sehr viele Dinge, die wirklich wichtig für mich sind. Und dann, ciao!